Früher ein Kunststoffordner der insolvent gegangenen Hypoalpe Adria. Jetzt ein Plastikkreisel. In dieser Firma dreht sich alles um Recycling. Das Spannende beim Thema Kunststoff ist, dass es einfach auf der einen Seite sich sehr leicht verarbeiten lässt und auf der anderen Seite dadurch auch sehr in Einwegprodukten eingesetzt wird, was dann wiederum meistens als Müll irgendwo landet. Unfassbare 400 Millionen Tonnen Plastik werden jedes Jahr in der EU produziert. Recycelt wird selbst in fortschrittlichen Industrienationen wie Österreich und Deutschland, wenn überhaupt, ein Drittel davon. Eine LKW-Ladung pro Minute landet sogar einfach im Meer. Plastik bedroht unsere Umwelt, unsere Artenvielfalt und das empfindliche Ökosystem unserer Ozeane. Doch was, wenn es einen Weg gäbe, aus dem ungewollten Müll von gestern neue, wertvolle Produkte zu schaffen? Die Idee von der ganzen Geschichte kam eigentlich auf Reisen in Ostafrika, wo es darum ging, Arbeitsplätze, Ausbildungsplätze zu schaffen. Und wir dann aufgekommen sind, dass natürlich Plastikmüll überall vorhanden ist. Und dass es auch spannend wäre, diesen Rohstoff, der da ist, irgendwie nutzen zu können und daraus Geschäftsmodelle und Produkte zu entwickeln. Versteckt in einem Industriekomplex eines ehemaligen Sportartikelherstellers in Klagenfurt arbeiten momentan 11 Mitarbeiter in den neubezogenen Werkhallen. Wir haben auf der einen Seite unser Entwicklungsteam, das die Maschinen, die Formen, die Spritzgusswerkzeuge und so weiter da entwickelt, adaptiert, anpasst. Unsere Werk- und Show-Area, wir nennen es auch unser Lab, wo man dann sowohl für uns selber unsere Maschinen, die wir eigentlich bauen, auch testen, nutzen, angreifen. Denn das Besondere an Plastikpreneur? Er macht Plastikrecycling einfach und mit wenigen Handgriffen für jeden möglich. Wir haben unseren Schredder da, wir haben unseren Kunststoff, unseren Wertstoff, weil es ist ja kein Müll. In dem Fall sind das jetzt Flaschenstoppel. Das Ganze schmeißen wir dann da in unseren Schredder rein. Was wir dann da jetzt rauskriegen, sind solche Flakes. Die nächste Maschine ist im Grunde wie eine Heißklebepistole, in der diese Flakes wieder eingeschmolzen und von Hand in eine Form gepresst werden. Presst sie da runter, spann das Ganze fest, drehe am Rad und wenn es voll ist, sehe ich, dass da unten der flüssige Kunststoff rauskommt. In welche Form das recycelte Plastik gebracht wird? Wenn ich das öffne, habe ich da meine Kreisel. Die Möglichkeiten sind nahezu unendlich. Manche Kundenanfragen erwecken natürlich mehr Aufmerksamkeit als andere. Man kennt das vielleicht von uns vom Flughafen, wo man bewerten kann, wie sauber die Toiletten sind. In dem Fall wird das Ganze in Uganda produziert und steht vor Polizeistationen zum Bewerten, wie korrupt die Polizei ist. Kunststoffprodukte herstellen aus Müll, der in Übermaßen vorhanden ist. Und das mit nur wenigen Handgriffen. Die Geräte und Gussformen, die das ermöglichen, werden hier entwickelt und produziert. Und da sieht man, es wird von der Montage bis hin zum Versand dann alles da gemacht. Dann von da abgewickelt, abgeholt, ging es nach Frankreich, die Maschinen, und von da aus in die Welt. Dabei spielt eine gewisse Hands-on-Mentalität auch bei der eigenen Herstellung eine wichtige Rolle. Ich mache deswegen die Maschinen so designt, dass wir praktisch alles selber machen können. Also jede Schraube sozusagen können wir selber zusammenbauen und zusammenstecken und haben dann wirklich ganz klassisch aus der ersten Maschine, die wir verkauft haben, zwei weitere gemacht, aus den weiteren zwei dann fünf sozusagen und haben uns dann wirklich ohne Fremdfinanzierung eigentlich alles aufgebaut, weil wir in der Lage waren, eben Stück für Stück das selber zu machen. Nach gerade einmal 2 Jahren wird die Erfindung des Startups bereits in die gesamte Welt verschifft. Die Vision des Unternehmens für das Jahr 2050? Ja, sehe ich uns als eine globale treibende Kraft, die in der Kreislaufwirtschaft praktisch diesen Zugang zu niederschwelligen Kunststoffrecycling ermöglicht und dadurch aber in unzähligen Arten und Weisen sowohl dieses Müllproblem löst, auf der anderen Seite aber auch neue Produkte ermöglicht, die auf den Markt kommen können, dadurch neue Geschäftsmodelle und natürlich auch Arbeits- und Ausbildungsplätze dann entstehen können. Mit einer Erfindung, die Müll zwar nicht in Gold, aber zumindest in nützliche Gegenstände verwandelt und dabei ein kleines bisschen dazu beiträgt, die Welt zu retten.